So, grüßt euch, servus, habe die Ehre. Und zwar wollte ich heute einen kleinen Videoclip machen. Und zwar geht es um mein Fahrrad, ums Fischer EM1723. Jetzt habe ich 2900 Kilometer drauf und bei ca. 2700 Kilometer habe ich einen Rissenmantel bekommen. Ich zeige euch das mal hier, vielleicht kann man das sehen. Ich gehe mal näher hin, Moment. Jetzt sieht man das besser, es ist ein knappe 5 bis 7 cm langer Riss direkt an der Felgenkante im Mantel. Jetzt sieht man es sehr schön und es muss natürlich ausgewechselt werden. Ja, jetzt sieht man es bestens, ja super. Ich bin jetzt schon 200 Kilometer wieder mit dem kaputten Mantel gefahren, sollte man nicht machen, also lasst es lieber Leute, aber da hat man nämlich immer Hintergedanken, wenn man da schnell bergab fährt, dass da irgendwie dann der Reifen platzt, kann sehr gefährlich werden. Aber ich habe mir jetzt einen neuen Mantel bestellt und zwar den Continental Black Chili Protection. Der ist zwar etwas dünner, weil der Originalmantel hier ein 27,5 mal 3,0 ist und bestellt habe ich mir einen 27,5 mal 2,8. Also der Hinterreifen, Hintermantel wird jetzt etwas dünner werden, aber macht gar nichts, weil diese 5 oder 6 Millimeter oder was das ist, was werden das sein? Ja, ein Zentimeter vielleicht wird es circa sein, dass der Reifen, wenn es etwas dünner ist, macht gar nichts. Dafür ist eine bessere Beschleunigung und natürlich wird der Mantel auch etwas leichter. Das heißt, das Fahrrad beim Tragen ist auch angenehmer zu tragen. Jetzt fahre ich natürlich vorne den Mantel auch noch ganz nieder, halt, bis er kaputt ist. Und dann werde ich mir auch vorne so ein Continental Black Chili drauf machen. Der ist nicht ganz billig, der kostet knappe 50 Euro. Aber da hat man natürlich qualitativ wahrscheinlich was Besseres wie dieser Kenda Kedra drauf. Das ist der originale Kenda Kedra. Und ja, sollte eigentlich bei 2700 Kilometern nicht passieren, dass dann Riss kommt. Kann natürlich sein, da ich im Winter damit gefahren bin und jetzt im Sommer, dass das dann irgendwie bröckelig wird oder porös. Leicht möglich. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich sehr zufrieden und kann nicht meckern über das Fahrrad. Also, das wollte ich euch noch mitteilen und viel Spaß beim Biken und ich hoffe, wir hören uns wieder auf meinem Kanal. Bleibt brav, bleibt sauber und pfiat euch, ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn ich den neuen Mantel drauf habe. Also, pfiat euch, servus.